In der Vektorgeometrie gibt es eigentlich nur zwei große Hauptthemen, die man hat. Das eine ist Schnittmengen berechnen, das heißt also Schnittpunkte oder Schnittgeraden. Andere Formulierung ist auch gegenseitige Lage bestimmen. Und zweitens Abstände berechnen. Wir kommen jetzt zum ersten großen Thema, nämlich Schnittmengen berechnen. Das heißt also, was gibt es überhaupt für Typen? Wenn ich Schnittmengen bestimmen will, geht das bei gerade-gerade, da gibt es vier Möglichkeiten. Zwei Geraden können identisch, windschief liegen, sie haben einen Schnittpunkt oder sie sind parallel. Es gibt den Fall bei ebene Gerade. Der Fall ebene Gerade ist etwas einfacher. Eine Ebene und eine Gerade können entweder einen Schnittpunkt haben, sie können parallel liegen oder die Gerade kann in der Ebene drin liegen. Und der dritte Fall, auch verhältnismäßig einfach, ist der Fall Ebene-Ebene. Zwei Ebenen können identisch sein, sie können parallel liegen oder sie können sich schneiden. Wenn sie sich schneiden, dann schneiden sich zwei Ebenen natürlich immer in einer Schnittgeraden. Gut. Zu diesen drei Fällen gibt es jetzt Unterthemen. Die können Sie sich anschauen, wenn Sie Lust haben. Ich mache sie auf jeden Fall. Das heißt, sie liegen auf Ihrem Rechner schon parat. Das ist doch toll formuliert.